Moin ihr Honigbärchen, heute zeige ich euch ein kleines Update in meiner RTG. Ich hoffe, ich darf es noch so nennen, aber dazu komme ich gleich. Das Video wird kurz und knackig, aber ich brauche heute eure Hilfe, also schaut bitte bis zum Schluss und helft mir in den Kommentaren. Aber erstmal wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Zuerst möchte ich noch zwei, drei Punkte ansprechen, die mich etwas nerven. Und auch wenn das schon oft drüber gesprochen wurde, muss ich einmal über das Rivals-System herziehen. Was hat man sich dabei nur gedacht, dass man nicht absteigen kann? Es ist so sinnlos. Wenn man irgendwie am Anfang zu hoch eingerankt wird, weil man eventuell am Anfang noch gut klarkommt oder was auch immer, dann kannst du das Game irgendwann wegschmeißen. Stellt euch vor, ihr habt am Anfang ein bisschen Packluck gehabt, zum Beispiel einen Mbappé gezogen, der euch ein bisschen carried, Und seid irgendwie in Division 2 gelandet. Aber mittlerweile ist euer Niveau eher in Division 4. Du brauchst 3 oder 7 Siege, um überhaupt Rewards zu bekommen. Man braucht 1500 Punkte für die Playoffs. Und man ist einfach gefangen in einem Strudel, weil du zu hoch eingerankt bist und nicht absteigen kannst. Und verlierst du noch. Ich verstehe nicht, wer sich so etwas ausdenkt. Der zweite Punkt ist, bitte EA. Bitte tut endlich etwas, damit der Markt ansteigt. Man kann sich nicht mal mehr über Walkouts freuen, wenn man welche zieht. Ja, es ist noch früh im Spiel. Aber wenn man die Teams überall schon sieht, dann passt irgendwas nicht. Überall laufen schon Überteams rum. Ich hoffe, dass man da endlich mal gegensteuern wird bald. Und Punkt Nummer 3, last but not least, fixt bitte diese ständigen Abpraller. Das nervt tierisch. Diese Gegentore machen einen einfach aggressiv. Und das Game sollte doch eigentlich Spaß machen und nicht wütend. Aber genug mit der Negativität für heute. Ich hoffe erstmal, es geht euch allen gut und ihr hattet einen exzellenten Tag gestern. In meinem Team hat sich nicht viel verändert, außer dass ich die Koulibaly SBC gemacht habe und absolut gar keinen Unterschied zur Goldkarte merke. Aber ich wusste eh, dass die SBC nicht unbedingt die beste Entscheidung sein wird. Ich wollte sie einfach machen, weil es der erste Serie A POTM ist und ja. Auf der Bank habe ich erstmal mehr Untrade-Karten, damit ich jetzt ein paar Coins mehr habe zum Investieren und da ich das Team auch bald verbessern will. Und genau in diesem Punkt brauche ich nämlich eure Hilfe. Und zwar habe ich 3 Baustellen. Zum einen der Sturm. Ich brauche bald ein Upgrade für Lautaro, weil sein Pace manchmal einfach nicht reicht. Skriniar gefällt mir auch nicht so richtig und da hätte ich gerne Hero Cordoba, wobei ich auch an Tomori OTW denke, weil der mit einem Upgrade eine ganz schöne Maschine sein könnte. Und Milan könnte die Siege Ende des Monats schon haben. Die haben jetzt erstmal die nächsten Spiele relativ leichte Gegner und einen Sieg haben die schon. Eine weitere Idee wäre eventuell Theo zu kaufen und den anstelle von Spinazzola zu spielen. Aber schreibt mir gern ein paar Vorschläge in die Kommentare, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Weil ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nur, dass das langsam Zeit wird für ein Upgrade. Zum Abschluss noch eine kurze Info. Ich habe, wie ihr sehen könnt, meine 100 Points nicht mehr, die noch übrig waren wegen Vorbesteller und so weiter. Ich habe heute Morgen für 2 Euro aufgeladen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video hört, gestern Morgen für 2 Euro aufgeladen. Also 200 Punkte. Und ich habe 2 7,5 K-Packs gezogen und hatte nicht mal einen seltenen Spieler drin. Deswegen hoffe ich, dass ich weiterhin sagen darf, dass ich eine Road to Glory habe. Auch wenn es nicht mehr zu 100% stimmt. Außerdem habe ich die Playoffs verkackt und muss die 1500 Punkte nochmal erspielen. Toll gemacht, Mars, du alter Noob. Und ich bin kurz davor, in Division 3 aufzusteigen. Aber ich überlege noch, ob ich das mache oder nicht, weil ich könnte die ein, zwei Spiele auch verschenken. Dann habe ich das angesprochene Problem, was ich vorhin gesagt hatte, nicht, dass ich zu hoch eingestuft werde. Aber das werdet ihr beim nächsten Mal sehen, ob ich in Division 3 bin oder in Division 4. Und das war's auch schon für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Haut die Kommentare voll mit euren Ideen und helft mir bitte. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, auf Liebe angelehnt. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao, meine Freunde.